Hallo, hier ist wieder Anna. Alexandra hat mich kurz vor der Oscar-Verleihung gefragt, ob ich nicht auch noch mal einen Film vorstellen möchte. Und ich habe euch heute Mank mitgebracht. Das ist der Film, der in diesem Jahr die meisten Oscar-Nominierungen hat in 10 Kategorien, unter anderem für bester Film, beste Regie und beste Hauptdarsteller. Mank ist eine Filmbiografie von David Fincher, die bereits im Jahr 2020 auf Netflix veröffentlicht wurde. Dies ist die erste Regiearbeit von David Fincher seit 6 Jahren. Man kennt ihn durch seine Werke wie Sieben, Fight Club und The Social Network. Diesen Film umzusetzen hat sicherlich eine ganz besondere Bedeutung für David Fincher, denn das Drehbuch wurde von seinem Vater geschrieben, der bereits 2003 verstorben ist. Und seit jeher hat Fincher versucht, diesen Film umzusetzen. In Mank geht es um den Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz und dessen Beteiligung um die Entstehung des Drehbuchs zu dem Allzeitklassiker Citizen Kane. Die Story spielt in den 1930er und 1940er Jahren in Amerika und der Film setzt sie zusammen aus zwei Handlungssträngen. In der Haupthandlung verfolgen wir Mank, der seine Karriere eigentlich schon fast hinter sich hat und mit Alkoholproblemen zu kämpfen hat, und er versucht jetzt für Orson Welles, der später der Regisseur von Citizen Kane ist, das Drehbuch zu schreiben, um sich wieder aus seiner Verrufung so hervorzuheben. In dem Drehbuch lässt er seine eigene Erfahrung der Filmindustrie einfließen und wir Zuschauer lernen aus den Rückblicken, die immer wieder kommen, wie es damals in den 1930er Jahren in der Filmindustrie zuging. Wir lernen über Manks Leben und seinen Werdegang und über die politische Stimmung der Zeit, denn es ist die Zeit der großen Depression. Viele Leute sind arbeitslos und gerade in der Filmindustrie wird man ja nicht gut bezahlt. Als Biografie veranschaulicht der Film natürlich reale Geschehnisse mit annähernd historischer Korrektheit. Allerdings macht es dies sehr schwer für die Zuschauer, vor allem ohne Vorkenntnisse die Handlung zu verfolgen. Leider ist es so, dass man sich vorab definitiv informieren muss, damit man den Film richtig wertschätzen kann, weil es folgen so viele Namen und Fakten, dass man wirklich nicht alle Zusammenhänge wirklich verstehen kann. Es sei denn, man hat wirklich vorher intensive Recherche betrieben. Ich habe schon manche Meinungen gelesen, die meinten, der Film sei langweilig. Das kann man in dem Sinn nachvollziehen, wenn man nicht versteht, worum es geht, wenn man sich vorab nicht informiert hat, was jetzt für die meisten Netflix-Nutzer nicht. Also die meisten Netflix-Nutzer wollen sich ja wirklich eher berieseln lassen. Und kaum informiert man sich eigentlich vor einem Film intensiver vorab, worum es eigentlich geht. Deswegen finde ich jetzt Netflix nicht so unbedingt das beste Medium für den Film. Aber wir wissen alle, durch die Pandemie leider keine Kinos. Vor allem finde ich bemerkenswert von dem Film die schauspielerische Leistungen von Gary Oldman. Der ist überragend. Und auch Amanda Seyfried hat sich eine Oscar-Nominierung für beste Nebendarstellerin eingeholt, obwohl sie nicht viele Szenen hat. Und das ist auch bemerkenswert. Und natürlich finde ich auch das Production Design sehr gut. Ich denke, dafür wird Mank den Oscar einholen. Die Kostüme sind auch toll und die Musik, also insgesamt eine runde Sache. Ich denke aber, dass obwohl Mank für 10 Kategorien nominiert wurde, eher weniger mitnehmen würde, eher weniger Auszeichnungen, denn Mank hat wirklich starke Konkurrenz gerade in den großen Kategorien. Also mal schauen, wie es da so abgeht. Aber so Production Design, denke ich, machen sie sich sicher. Und dann möchte ich noch die Regie hervorheben, denn, wie gesagt, man muss sich informieren. Und wenn man sich informiert hat, dann weiß man auch, was David Fincher umsetzen wollte. Denn der ganze Film ist eine Hommage an Citizen Kane. Angefangen von dem offensichtlichen Schwarz-Weiß-Look, der natürlich an die alten Filme der 30er, 40er angelehnt ist. Aber man hat auch diese Struktur von Citizen Kane aufgegriffen. Und natürlich gibt es die verschiedenen Kameraeinstellungen und Perspektiven, die auch so in Citizen Kane als innovativ galten und heutzutage für den Film wieder aufgegriffen wurden. Ich bin sicher, darüber kann man eine große Analyse schreiben. Alles in allem, denke ich, gehen die Meinungen über Mank sicherlich stark auseinander. Für die einen ist der Film vielleicht langweilig und schwer nachzuvollziehen, für die anderen ist es das neue Meisterwerk von David Fincher. Ich ordne mich so in der Mitte ein. Also ich persönlich würde den Film 7 von 10 Punkten geben, denn man muss sich wirklich schon mit der Materie auseinandersetzen, am besten vorab informieren, damit man die ganzen Namen versteht und auch die Handlung besser mitverfolgen kann. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich schauspielerisch, künstlerisch und technisch eine super Leistung. Ich finde, man bekommt einen tollen Einblick in die Filmindustrie der 1930er und 40er Jahre. Und ich denke,
Am besten beschreibt den Film Mank mit einem Zitat aus Mank selbst, wo es heißt, man kann nicht das ganze Leben eines Menschen in 2 Stunden erfassen, man kann nur hoffen, einen Eindruck zu hinterlassen. Und ich denke, das hat der Film geschafft.